Na, dann probieren wir es mal nochmal, ne? Ich hoffe mal, dass nicht wieder der böse Gaming-Gott zuschlägt und mir einen Strich durch die Rechnung macht. Wie beispielsweise bei Dragon Age. Da hat nämlich der Bossfight bei mir auch immer gebuggt. Konnte ich nicht fertig spielen. Weil so irgendwie abgestürzt ist immer. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es hier im Schläfertempel nicht das gleiche ist. Aber was sich die Entwickler dabei gedacht haben, die Minecrawler-Rüstung als beste Rüstung des Spiels so hässlich zu machen, ja, weiß auch keiner. Blutschneide? Es wird doch nicht etwa mal wieder eine Waffe geben, die ein bisschen besser ist? Natürlich nicht. Ich weiß nicht. Also, was das Balancing da angeht, man findet irgendwie nie Zeug, das sich lohnt. Oh. Ups. Na. Kuschkadok. Ein neues Ork Waffeleisen. Hi. Auf Backpfeife. Ja, ist das Gefühl, dass mit der Axt hier weniger oft getroffen wird wie mit einem Schwert. Das ist mein Buddy, der ist da irgendwie wieder gespawnt. So weg. Freund oder Feind? Scheinbar Feind. Und wo ist er? So, ich beschwöre mir jetzt mal einen Golem. Mein dummes Skelett hat sich ja ausgesperrt. Dann beschwöre ich mir mal einen kleinen Golem, der mir hier zu Hilfe kommen soll. Armee der Finsternis, habe ich auch noch einen. So. Weil bei Skeletten ist das Problem, dass ich auch welche habe. Dann weiß ich nie, welche ist. Auf, komm schon, da ist er.
Oh, ein Dämon. Gut gemacht, Golem. Alle muss man selber machen. Er blockt mich lieber. Gott, der Golem kann ja mal gar nichts. Oh! Er hat irgendwas gemacht. Und jetzt dreht er komplett am Rad. Da fuck. Er freut sich jetzt wie Bolle, dass er eben. Ich glaube, er hat mein beschworenes Skelett umgenatzt. Und darüber freut er sich jetzt. Ich erzähle. Can't find file, work, data, sound, intro 2, aux, dev, 01, MRM, code 255. Yay! Und alle so, juhu! Und die Bugs häufen sich doch dann hier zu Ende. Das geht gar nicht gut. Das geht gar nicht gut. Finde ich gar nicht gut. So hört sich so ein bisschen an. Wie ist A-Team? Das Königreich Myrtana, wieder vereint durch den Handkönig Rot. Das war nicht der Plan. Ja, das war der Plan. Wie lange spiele ich eigentlich? Seit 20 Stunden. Also die ersten zwei kann ich auf jeden Fall machen. Ziehen wir uns denn auch rein? Es wird ja nicht teurer. Nächster Versuch. Lieber mal speichern, weil wenn jetzt hier nochmal der ganze Spaß zusammenbricht, muss ich suchen, ob es da eine Lösung gibt. Es kommt nochmal genau das Gleiche. Ich habe die Fehlermeldung OrgsDev MRM bla bla. Muss dann hier mal gleich mal gucken.
Da sehe ich einen guten Tipp. Den werde ich doch gleich mal anwenden. Das kann man hier gleich on air quasi machen. Und zwar unter in den Ordner gehen, wo es installiert ist. Müssen wir jetzt kurz mit ohne Sound leben für den einen, aber damit das geht, einfach kurz den Sound disablen, heißt es, und dann einfach mal kurz das Ding durchspielen, weil sonst stürzt es immer ab. Gothic, da muss man einfach in den Gothic-Ordner, in dem Fall bei mir bei Steam. Gothic, dann System und dann die INI suchen, die heißt gothic.ini. Die öffnen mit einem Editor oder mit einem Bat. Und dann suchen nach Sound und Sound Enable, Sound Volume, Music Enable, Sound Enable 0, relativ in der Mitte. Das mal speichern. Und dann probiere ich es jetzt mal. Hoffentlich funktioniert es so. Wäre schön, wenn das so funktionieren würde. Müssen wir jetzt halt ohne Sound mal kurz leben. Aber wenn das dem Spiel zuträglich ist, dann kann ich da nichts gegen sagen. Ja, wunderbar, da kommt schon kein Sound. Was natürlich blöd wäre, wenn er jetzt nicht gar nicht mehr angeht. Aber ja, hoffen wir ja mal nicht drauf. Fuck! Ah ne, es kommt nur Musik, ne? Glaube ich. Solange nur Musik kommt, habe ich damit kein Problem. Jawohl. Muss man halt jetzt kurz ohne Sound. Ein Ungläubiger in Hottes, im Hort des Meisters. Verdammnis über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender roter Teppich. Und in der Fresse hauen. Wunderbar, 5000, ne, 8000 Erfahrungspunkte bekommen. Lichtbringer abgecheckt. Und noch ein Stab von ihm. Das dürfte es eigentlich schon gewesen sein. Dann kann man jetzt einfach hier das Spiel speichern. Schnell das Spiel beenden. Wieder kurz in die INI rein. Sound Enable 1. Speichern. Oder ja, Bat speichern. Wieder starten. Und dann dürfte es wieder nochmal weitergehen. Guter Tipp, muss ich sagen. World of Gothic, immer einen Blick wert, wenn man Probleme mit dem Spiel hat. Da kommt auch wieder der Sound. Ach, bin ich froh, wenn mal was funktioniert. Hochziehen. So, und da kann man den Spielstand laden. Jetzt muss ich das Schwert da reinstecken. Und schon funktioniert der Spaß. Wunderbar. Ich liebe es, wenn Sachen funktionieren. Ich habe doch gerade gespannt, kann ich das benutzen? Ich glaube nicht. Was ist das für ein cooler Bogen? Windbrecher. Oh, nee. Damit wäre Untoter Schamane Nummer 1 abgehakt.
Dann sind es nur noch drei. Könnte durchaus heute noch durchspielbar sein. Schon wieder so eine Horde da. Oh, das kann böse enden. Scheinbar haben die da so einen Bannkreis, ne? Ich weiß nicht. Wow. Hier bei so vielen bin ich ein bisschen überfordert. Ein nach dem anderen. Ich hab's ein bisschen Angst, weil ich wenn man irgendwie ja nicht viel nicht mehr wie einen auf einmal angreifen kann. Aber die holen sich schon alle ihre Schellen ab, keine Sorge. Jetzt sind es nur noch zwei. Oh. Jetzt habe ich schon gedacht, ich wäre durch. Sonst müssen wir doch nochmal. Ich mach eine kleine Heiltrankpause. Schütte ich mir den Spaß hinter die Binde. Nach welchem Prinzip sind eigentlich Lebenstränke immer rot und Mana-Tränke blau? Ja, mal interessant. Ah! Die wollen halt irgendwie nicht. Da jetzt mal wieder typisch zu sterben. Oh, wo kommt da noch einer her? Da kommt einfach einer! Das ist doch mal freundlich! Das finde ich cool. Ich hab vor ungefähr 20 Minuten mal ein Skelett beschwört und jetzt kommt es irgendwo aus der Ecke gerannt und hilft mir. So muss das sein. So und nicht anders. Da ist ein Flickenteppich. Den schieße ich mal wieder weg. Puffz. Auf. Lame, ich weiß. Ah, mein Buddy. Habe ich den jetzt attackt und er ist jetzt böse auf mich? Nö. Er macht das gar nichts. Der. Hat nichts dagegen, wenn man ihn mal haut. Wo geht's jetzt weiter? Das ist so ewig her, dass ich den Old Temples letzte Mal gespielt habe. Irgendwo kann man hochklettern. Das aber nicht hier, ne? Nee. Wo komme ich her? Und warum habe ich kein Uriziel zur Hand? Scheinbar kann ich hier. Da kann ich glaube weiter. Peng. Oh. Macht mehr Schaden wie erwartet. Eine Wandvagina. Wollte ich machen. Ach, Trank trinken. Lass ich mir schmecken. Hier dran drehen, da dran drehen. Erstmal hier reingehen. Oh, da liegt
Eine Waffe, die bestimmt richtig scheiße ist, aber... Ja. Wenn ich mal eine Waffe bekommen würde, die irgendwie was kann, fände ich das schon mal geil. Aber, nö. Warum auch? Die muss man jetzt wahrscheinlich nicht in irgendeine Reihenfolge. Clever. Ich habe das Gefühl, es war eine dumme Idee. Ich glaube, da ist jetzt eine Menge gespawnt neben mir. Oh oh. Ups! Da hat sich ein Stein auf meinen Kopf gestellt. Wie ist denn das passiert? Gott sei Dank habe ich mal wieder nicht gespeichert. Rein und dann links, ne? Och, der Flickenteppich, der lebt wieder. Ich glaube, diesmal mache ich es anders. Erstmal kriege ich eine Backpfeife auf. Dann mache ich mal ein Licht an. Und dann speichere ich noch, weil ich nicht nochmal zerquetscht werden will. Ach, warum nehme ich den Scheiß eigentlich alles mit? Doch eh nicht so wirklich ein Mehrwert. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Zeit lassen sollen, dann so wie Indiana Jones noch durchrollen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt dagegen laufe, dass ich dann sterbe. Clever gewesen, hätte ich jetzt mir gemerkt, wenn ich mich gedreht habe, links oder rechts. Der zuckt selber mit den Schultern. Und... ich glaube, das war richtig. Ah! Hör auf! Hi! Hi! Lemo Polski. Polski? Ja, hi. Wie geht's dir? Ich gehe hier ran. Die Kletterpartie. Da ist er schon. Der war schneller da, als ich gedacht habe. Er hat bestimmt auch wieder sehr, sehr, sehr wichtige Sachen zu sagen. Sterblicher, du wagst es, meine Ruhe zu stören? Bereite dich auf das Ende vor. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Oh, da haut er dich. Shots fired! Die sind jetzt nicht so schwer, aber sie würden ganz lecker... Hi, Gerd! Ich hoffe, euch geht's allen gut! Ups. Was sieht da aus? Warte.
Was ist das denn Leckeres? Eine Spruchrolle? Da liegt noch ein Trank. Da fliegen auch noch ein paar Tränke, ne? Ich hätte die gern. Die sind außer meiner Reichweite. So, das war jetzt Nummer 2. Der war eigentlich relativ entspannt. Peng! Dann können wir da vorne dann links entweder hochklettern oder nochmal runter. Ich glaube, ich kletter mal hoch. Hier mal noch durchspeichern. Da mal hochklettern. Das sind jetzt auch schön die. Oh, fast. Schade. Das wird natürlich jetzt irgendwie schwer. Okay. Ohne hinzufallen. Ach, wie komme ich da jetzt hoch? Akrobatik lernen, haben sie gesagt. Es wird Spaß machen, haben sie gesagt. Wow. Wenn die mal treffen, dann macht's. Dann scheppert's ganz schön. Ey, komm. Es war noch ein Phantomtreffer am Schluss. Check. Durchgedrückt. Was hat er denn? Einen Pfeil. Das lohnt sich, das mitzunehmen. Ich muss es wieder machen. Es ist wieder soweit, dass der Sound nicht geladen werden kann. Falls ihr da vorhin schon da wart. Das Spiel stürzt unter Windows 7 ab und zu ab, weil es die Soundfiles nicht findet. Und dann muss man in die INI gehen, den Sound Enable 0 machen, das Ganze speichern. Dann Config starten ohne Sound. Und dann.